Now we move to group number two. Also jetzt bitten wir die Gruppe 2 nach vorne zu kommen. Seid mutig und bereit. Also ich bin das erste Mal hier. I'm here for the first time. Ich hatte keine Vision und ich habe nichts gehört. I had no vision and I heard nothing. Wie leid es mir auch tut. I'm very sorry about this. But you have an impression. Ich war zu Tränen berührt. Yes, I was touched and I really was touched when this lady told me that I was embraced with such a great love and then tears came in my eyes. That is the gift of tears. Das ist die Gabe der Tränen. My name is George. Ich heiße George. From Singapore as well. Ich bin aus Singapur. So something I want to share this. Holy Spirit is something that I've been fascinated about. Also ich möchte zuerst einmal sagen, dass der Heilige Geist etwas ist, der mich fasziniert. So the thing is that I've attended numerous retreats. Also ich habe unzählige Exerzitien besucht. So I see people when the priest touches, they go down and they're screaming. Also ich habe gesehen, wenn der Priester Menschen berührt, dass sie niederfallen, dass sie weinen. Yeah, and for me, I think that okay, they're going to touch me. I'm going to experience the same. Und dann habe ich gedacht, wenn der Priester mich berührt, dann kann ich dasselbe erleben. Yeah, but when they touch me, I stand there stone cold. Aber wenn der Priester mich berührt und über mich betet, stehe ich da wie ein kalter Stein. So I always have that from young, or maybe at least the last 6-7 years, when I started praying a little bit more. I always think that is it the sinful nature about me or something that doesn't allow the Holy Spirit to work inside. Und oft war es in den letzten 6 Jahren, wenn ich angefangen habe, mehr zu beten und trotzdem passierte nichts, dass ich dachte, liegt es an meiner sündhaften Natur, dass der Heilige Geist in mir nichts bewirken kann. So when my friend Tresin, she went for this workshop earlier in September and came to Singapore. I was excited, okay, let's go get the Holy Spirit in Germany. Und als meine Freundin Dresden von hier vom Workshop nach Singapur zurückkam und mir davon erzählt und mich einlud, hierher zu kommen, dann habe ich gedacht, okay, dann komme ich mit, dann werde ich mal gucken, ob ich in Deutschland den Heiligen Geist erfahren kann. So, I like to pray for people, so the first thing definitely I pray is, yeah, when I touch people, I say, because for me, I know that you need to be purified by the blood of Jesus. So everything is a little bit more easier. Und so fange ich wirklich auch immer an, wenn ich für Leute bete, dass ich für sie danke, dass ich bitte, dass sie gereinigt werden. Yeah, so I think I started praying like that for each one of them today. So habe ich auch heute für jeden Einzelnen gebetet. Then there was this prompting to say, to some, to confess more. To some, I received this vision that we need to pray for more healing for them. Oder ich hatte heute den Eindruck, jemandem zu sagen, er soll mehr beichten. Healing. Okay. Und dann, jemand braucht, dass man mehr für ihn Heilung betet. The only probable vision I received was for Heidi, so. I received her in a brown, in the rice field. It's golden brown, the rice fields. Yes, also ich habe das einzige Vision, die ich hatte, dass ich Heidi gesehen habe in einem Reisfeld. So Heidi is in some rice field and then I thought, okay, maybe I'm imagining stuff. So I asked God, Sag mal selber. Also zuerst hat er sich gedacht, er bildet sich das einfach nur ein. Also. Then I asked God, okay, God, I'm not really sure if I should say this or I'm imagining, but can you just be more clear? Also dann habe ich zu Gott gesagt, green rice field. Okay, dann habe ich Gott gesagt, bilde ich mir das alles nur ein, ich bin mir da nicht so sicher, bitte sag mir das irgendwie klarer. Und dann habe ich sie in einem grünen Reisfeld gesehen. Yeah, so that is the vision I received. I also saw that someone is waiting for her at the end of the rice field. Und dann habe ich gesehen, Jesus, dass am Ende des Reisfeldes jemand auf Heidi wartete und vielleicht ist es Jesus. Yeah, so I'm not a prophet to interpret the visions, but
This is, I think I get better, so I need to come to Germany more. And more. Also ich bin nicht ein Prophet, der das jetzt interpretieren kann, dafür brauchen wir einen Propheten. Aber was ich merke ist, es wird besser und besser, also komme ich öfters nach Deutschland. So I'm standing here, yeah, I've come to Germany, now it's your responsibility to pray and make me get clear visions. Also ich stehe hier und ich bitte euch, betet für mich, dass ich wirklich klare Eindrücke, klare Visionen bekomme. So thank you, so this is my sharing. Also danke euch und das ist das, was ich mit euch teilen möchte. Hallo, ich bin die Heidi. Hello, I'm Heidi. Bei mir ist es auch so, dass ich keine deutlichen Bilder sehe oder in deutliche my case, Stimme höre. I also don't see very clear visions or hearing a clear voice. Also ich habe eher so, wie schon öfter gesagt worden ist, so jetzt ist plötzlich ein Wort in meinem Kopf. Soll ich das jetzt aussprechen oder ist es It ein happens sometimes like Gedanke this that there is a word in my mind and I have doubt is this a thought from me oder ich sehe irgendwo, also ich es ist kein deutliches Bild, aber ich sehe irgendwas und habe einen Gedanken dazu, aber ich weiß nicht, ist es jetzt mein Gedanke oder nicht. And sometimes I see something, but it is not very clear and I get a thought. But again, there is a doubt, is this from me or what it is? So, und seit ungefähr einer Woche beten mein Mann, der Michael und ich, miteinander so in dieser Art und Weise. But since 1 week, my husband Michael and me, we are praying together in this way. Dann passiert das ganz oft, dass ich so, jetzt spreche ich es mal aus, dann sage ich dieses Wort. So, it sometimes happened that I say, yes, now I will speak it, and I speak this word. Und dann sagt Michael, ja, genau, er hat jetzt dieses Bild dazu gehabt, und dann fügt sich eins zum anderen, und then, man merkt irgendwie, ja, das ist geführt. And then Michael confirms this and says, yes, I have this vision to this word, and so sometimes it is fixed together. Dann kommt irgendwie ein Wort Gottes, was dazu passt, und das ist für mich dann irgendwie so die Bestätigung, dass then man we, so auf diesem Weg ist. Then we got the word of God, and that is for me the confirmation that we are on the right way. Hello everybody, I am Shirley. Oh, ich bin die Shirley. Coming from India. Yeah, coming from Cochin, India. Ich komme aus Cochin in Indien. Actually, I am a result of a prophecy because I used to write the prophecy English online when brother prophecies. Was ich immer mache, ist, dass ich die Prophetien von Thomas Paul in Englisch aufschreibe. And he said, I see you sitting in front of me here in the studio and writing the prophecy. Und er hat einmal gesagt, ich sehe dich hier in meinem Studio, dass du vor mir sitzt und eine Prophetie schreibst. Yeah. Und das, thank Lord. Das ist jetzt passiert. Now that prophecy is fulfilled. Diese Prophetie hat sich jetzt schon erfüllt, dadurch, dass die Shirley jetzt hier ist. Actually, like the brother who said, so far I haven't had great prophecies like brother, how he speaks in so, tongues and like that. Also mir geht es so, wie Rolf das gesagt hat. Ich kenne das nicht, so Prophetien zu haben und sowas. But I know I have a calling for speaking the word. Aber ich weiß, dass ich den Ruf habe, das Wort Gottes auszusprechen und zu verkündigen. Especially to the young. In besonderer Weise den jungen Leuten. And then I get the reminders as verses, as words. Und dann bekomme ich die entsprechenden Worte. Word of God. Ja. And moreover, I love praying, interceding. Und ich liebe es, zu beten und Fürbitte zu halten für andere. Then also God reminds us certain verses. Und dann erinnert mich Gott auch durch bestimmte Bibelstellen, yeah, wie ich that beten is soll. God speaking. Yeah, yeah. Ja, das ist das, dass Gott zu dir spricht. The verses is the one I mentioned in the morning. That is Acts verse 4:31 for us all together. Und heute Morgen habe ich ja Apostelgeschichte 4:31 erwähnt als ein Wort, das ich empfangen habe für uns alle. Well, visions and all are not very clear for me, but auch Visionen, die ich habe, sind nicht sehr klar. When Tresen, we were praying for Tresen, I could see not very clear, but lighthouse you see in the beaches, which rotates.
So, also als wir für Dresden gebetet haben, habe ich ein Leuchtturm gesehen, der am Strand, der irgendwie rotiert hat, yeah. der sich um sich gedreht hat. Yeah. And similarly, while praying for George, he's a mighty instrument for the Lord. Und als wir für George gebetet haben, habe ich erkannt, dass er ein mächtiges Werkzeug für den Herrn ist. And for Heidi, when we used to pray for Michael and Heidi earlier, like, you know, we have intercession for the group all working together. That time, you know, tears come. And similarly, today also, when we were praying for Heidi, tears were coming. I don't know. Und wir haben schon einmal am Anfang für Heidi und Michael zusammen gebetet und da ging es mir genauso wie heute, als ich wieder für Heidi gebetet habe. Da kamen Tränen aus meinen Augen. I'm just praying and waiting that the champagne bottle is open and all the charism come out for me. Und ich warte darauf, dass der Korken vom Champagner abfliegt und die ganzen Charismen herauskommen. Thank you, thank God. Thank you so much, myself, Tresen, and this is my second time here, and I was here at this place in September, right, 2 months ago. Also mein Name ist Tresen, ich bin zum zweiten Mal hier an diesem Ort, das erste Mal war ich hier im September. Yeah, and me standing here this second time is a fulfillment of the prophecy from the last time. Also dass ich hier das zweite Mal stehe, ist die Erfüllung der Prophetie, die ich beim letzten Mal empfangen habe. And not myself, but with three other men. Also nicht nur ich alleine, sondern eben auch noch drei andere Männer, die ich mitgebracht habe. Yeah, because the very first prophecy which actually came through me on the very first day was about a chariot with a missing wheel. The chariot was supposed to have 4 wheels, but the 4th wheel was missing. So nobody claimed it, and I thought it was merely my imagination and discarded it. Also am ersten Tag, beim ersten Mal der Prophetien, hatte ich ein Bild, da war, was hat man? Ein Wagen mit Rädern, aber ein Rad fehlte. Und ich habe das verworfen, dieses warum? Why you? The one wheel was not there. Yes. Only 3 wheel it was moving. Ach so, niemand hat es bestätigt, deswegen hat sie diese Vision eigentlich verworfen. Okay, wait. Let me see. I somehow managed to create that chariot in using DALL-E. Didn't I create that? I think I sent it in our group also. Let me see. Maybe I may be able to. Mit künstlicher Intelligenz hat sie ein Bild gemacht. Also sie hat mit künstlicher Intelligenz ein Bild dieser Vision later, gemacht. Because, you know, but the chariot was much beautiful in my vision than created by this software. Also in meiner Vorstellung war dieses Fahrzeug viel schöner, als wie ich es dann hergestellt habe. Yeah, it was so beautiful, and then it was having one. You got it? Oh. Also es war so wunderschön, aber es fehlte eben dieses eine Rad. And the one wheel was missing, the front wheel. And then also das vordere Rad fehlte. And then 2 days later, show to the camera. Do something like that. Yeah, little can more. Can you hear that? See that? Yeah, I mean, this is almost like 10% beautiful as the one that also I. Also dies ist eigentlich nur 10% so schön wie das, was ich in meiner Vision gesehen habe. Yeah. Ah, very good. Yeah, and 2 days later, when I was praying in front of the Blessed Sacrament. Und 2 Tage später, als ich von dem Allerheiligsten gebetet habe. Yeah, back in Singapore, we have this the team of 4. We are actually on a mission, on a project with my personal Bible study project. Und zurück in Singapur sind wir 4 Leute, die in einer Gruppe sind und beten für ein Projekt. 4 Leute. Yeah, and during the intercession part of the personal prayer, I prayed for this team. Und während des Fürbittenzeit betete ich eben für dieses Team. Yeah, and suddenly this same vision came back.
Und auf einmal tauchte diese Vision, die ich hier verworfen hatte, wieder auf. And then I felt like it's crazy. And the Lord, I already discarded it because nobody claimed it. And then why this vision now again? Also, und ich dachte, das ist irgendwie verrückt. Keiner hat von dieser Vision Notiz genommen und jetzt kommt sie wieder. Yeah, I told them suddenly the missing wheel, right? The one of the missing wheel at that missing place, the name George is written. Und da an dieser Stelle, wo das eine Rad fehlte, da konnte ich ganz klar den Namen George geschrieben sehen. In light, like the real light form, and then it's like a dancing. The name is dancing at the missing place. Und an dieser Name, der tanzte dort an diesem Ort, wo das Rad fehlte. And then I started recollecting in the group here, and then I couldn't find anybody with the name George. Und dann habe ich in der Gruppe, mit der ich hier damals zusammen war, geguckt, aber nirgendwo habe ich den Namen George gefunden. Because by that time, by that 2 days, I almost got familiarized with everybody who was attending this retreat. Nein, ich wusste mittlerweile an diesen 2 Tagen wusste ich schon die Namen aller, die hier waren. Yeah, and then I Lord, I don't think that that's a mistake. Und ich habe gesagt, Herr, ich glaube, da gibt's einen Fehler. Can you be a bit more clear? Because you know, don't play because it's a bit, you know. Kannst du mir das nicht irgendwie mal ein bisschen klarer sagen, was das sein soll? And then suddenly, on the it because in the vision it's like an animation movie, you know, it's so beautiful and the Holy Spirit is so creative. And then I was suddenly taken to the other side, the other wheel on the right hand side. Also das, der Heilige Geist ist so kreativ und das war so wie so ein Zeichentrickfilm und auf einmal wurde ich auf die andere Seite gerückt. Yeah, and on that side it is written the name Jason. Und auf dieser Seite sah ich dann den Namen Jason geschrieben. Ah, okay. So then I recollect. Okay, this George is our George. Back in Singapore, not in St. Germany. Und dann, that is, that dann, is this George. Und dann habe ich erkannt, also dieser George that ist nicht einer hier aus dieser deutschen Gruppe, den ich hier suchen muss, sondern das ist der George aus meiner Gruppe in Singapur. Yeah, then I got like, oh my God, then I had to look at the back side, the other wheel, it was there written James. Okay, then I clear. Und dann habe ich gedacht, da musst du jetzt mal auf der Rückseite gucken und dann sah ich, dass diese anderen beiden Räder David und James waren. Dann war es für mich klar. Yeah, and the fourth wheel, I was naturally curious, then I was looking for my name present, but it was not written my name present. Und dann habe ich gedacht, na gut, das vierte Rad, das bist wahrscheinlich du und ich habe geguckt, ob ich meinen Namen auch geschrieben finde, aber ich habe ihn nicht gefunden. Yeah, but it was written Prakasham, which was, remember last time there was, yeah, it was written Prakasham. Prakasham, another name, Prakasham. Light. Which means light. Okay, anstelle des Namens stand einfach Licht. Yeah, this is another Geschichte. Another, das ist eine andere Geschichte. Yeah, so, like, I'm just saying the last, if you follow previous you know, YouTube videos, you will understand why it is Prakasham and all. All right, so it actually refers to me, all right? And then I understood that, okay, this is the gang, the wheels are there. But we are already active. He is very much active in our group. And then why is he missing? That was the question. Also dann habe ich mir Gedanken gemacht, ja gut, wir sind doch eine ganz aktive Gruppe in Singapur. Gerade George ist so aktiv. Warum, also, warum fehlt er hier? Yeah, it shouldn't make any sense at that time. And then, okay, I told this to Thomas, Brother Thomas Paul, and then he asked me, we will pray. The Lord und will reveal. Ich kam damit nicht klar und ich habe dann Thomas Paul gefragt. Ich sage, hilf mir bei der Interpretation. Und er sagte, ja, wir werden beten. Yeah, and then I prayed and nothing happened. And then I actually told to these guys and there is a vision. And I do not know what the Lord is saying. And then I don't know if he is going to leave us or I have no idea. Und dann habe ich das Ganze auch meiner Gruppe, meinen Jungs mitgeteilt und habe gesagt, hör mal, so und so ist das und der Name George und ich weiß nicht, was das bedeutet. So heißt das, dass er uns verlassen wird oder was? Yeah, after the retreat, I stayed back for a couple more days and Aber nach den Exerzitien bin ich noch ein paar Tage hier geblieben. And I again continued praying for a better clarity of this. Und ich habe noch mal gebetet, damit mir das Ganze klarer wurde, was es heißen soll. We together were praying, Thomas Paul and myself were praying together. Also Michael was here, right? Wir haben zusammen gebetet und auch der Michael war dabei. And then suddenly this chariot again came. Und dann kam dieses Bild tatsächlich noch einmal mit diesem Auto. Yeah. And suddenly what I'm seeing is this wheel as a like a it has a it was missing somewhere in the forest. Und also dieses it was tiny, maybe it was occupied something because you know it has a will, it has a free will. It is like
like, you know, like a lamp, it's like rolling, rolling, terrain and everything, and suddenly... Also ich habe dann erkannt, dass dieses Rad, was da fehlte, dass es ja auch seinen freien Willen hat und einfach irgendwo hingerollt ist, vielleicht im Wald oder so. It's like a movie, like an animation movie, okay. So, and then it also suddenly ganz, came, ganz and, yeah, attached to the axle of the thing, came, suddenly attached, and then the... I could clearly see all the mechanisms of the... Und dann sah ich wirklich, wie dieses, coupling, yeah. Wie dieses Rad zurückkam und es war wie in einem Zeichentrickfilm, dieses Rad kam and zurück fitted, und ich konnte die ganze Mechanik sehen, wie es da wieder sich an das Fahrzeug dran machte. Ja, yeah, and it get fits and then the, what is that, the screw, not the screw, the some nut, clip, nut or, no, 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 it's something like tip, clip, it just clip and then I hear this click sound. Und ich habe sogar diese Geräusche gehört, wie sich das dann da befestigt hat. The moment the fourth wheel reattached, I hear the sound vroom, 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 like the Formula One. Als das vierte Rad dran war, da konnte ich richtig hören. As I said this, and then these guys were here, and then I told them, and then he said, something is happening, and they must come. Und als ich das Thomas Paul erzählte, sagte er, ja, es geschieht etwas, diese Jungs, die müssen hierher kommen. And it happened, and then no one. There was a problem with his visa, and he was und the first last hier. Person to join us for the trip. Und es war tatsächlich auch wieder George, der als letztes sein Visum bekam und wo es das Schwierigste war, dass er überhaupt mit dir herkommt. Yeah, and we all three were waiting. Und wir alle drei, wir haben auf ihn gewartet. But I do not know yet if that is the fulfillment of the vision or something else is to come. Aber bisher weiß ich nicht, ob damit diese Vision schon erfüllt ist oder ob es noch weitergeht. Okay, so that is about the past for two days. Also das war vom letzten Mal noch und jetzt komme ich zu dem, was heute passiert ist. Okay, so we were praying together and then I also had some extra some messages for others. Also wir haben zusammen gebetet und ich hörte einige Botschaften für andere. Like last time, this time also I heard. Also ich habe es so wie letztes Mal wirklich gehört. Was it for? Was it for? Oh, I heard for you, right? For Heidi, I heard because we were sitting and we having started to pray over people, but we were praying in group together, just praising in tongues. Also wir wollten füreinander beten, wir saßen dort in einer Gruppe und wir beteten gerade in Sprachen. And she was sitting opposite to me. Und die Heidi saß mir gegenüber. And I heard a voice saying in my head. Und da hörte ich diese Stimme in meinem Kopf. You tell to the girl, she said, girl, not lady, girl, sitting opposite to you. Der Herr sagte, sag zu dem Mädchen, das dir gegenüber sitzt. Er sagte, Mädchen, nicht Frau. Yeah, not lady, is sitting. But then I looked because she is there and then she is there. And then suddenly I opened and then she is there. And then I looked and then I just, you know, doubting. Because she is there, she is there and he is beside. Okay, excluded, this guy is excluded, but these three. And then I need to confirm if it is this, because he's not mentioning her name or something, but you just tell the girl sitting opposite to you. Und okay. ich war in Zweifel und habe alle drei Frauen, die in Frage kamen, angeschaut. Und aber die Stimme hatte ganz klar gesagt, sag dieses Mädchen dir gegenüber. Und ich öffnete meine Augen. I opened my eyes and then I got confused. And then Lord, I don't want to make a mistake. You tell me exactly which girl. Also ich öffnete meine Augen und sagte, Herr, ich möchte keinen Fehler machen. Sag mir bitte, welches Mädchen du meinst. And then I am just looking at her. This. Und da habe ich sie angeschaut, Heidi. And he's telling me, the girl you are now looking at. Und ich hörte, das Mädchen, was du jetzt gerade anschaust. Okay, now I got. And then, okay, now tell me, Lord, what I must say. Und dann habe ich gesagt, ja, Herr, was soll ich ihr sagen? What was that message? it is a. And separated her from me. She is. Tell her. Sage ihr. That she, I have marked her. Dass ich sie bezeichnet habe. And separated her. Und sie ausgesondert habe. For me. Für mich. Yes. Yeah. So that is it. Then I just told. Wenn ich so eine klare Botschaft bekomme, dann zweifle ich nicht, dann sage ich es einfach und ich habe es gesagt.
Yeah, and then there was for her there was a vision. Für Shirley hatte ich eine Vision. At that time also I didn't know because you know we were praying in group and then there was no indication of like who we are praying for. But I clearly saw her face. Und wir haben in der Gruppe gebetet und es war nicht klar, für wen wir jetzt beten, aber ich sah ganz deutlich ihr Gesicht und ich wusste, die Vision ist für sie. Yeah, and then I'm seeing them because we are closing the eyes and then I'm seeing this vision and I see one lady and then I open and suddenly she's sitting next to me. So I could relate. Also ich hatte diese Vision und sah eine Frau und öffnete meine Augen, da wusste ich, das ist für sie. Okay, so the vision was this. Und die Vision war folgende. A small boat. What war ein schmales Boot? Boat in a water body. I do not. It's not flowing water or something, but it's like a quite in einem big stillen water. Gewässer. Einem yeah. Stillen großen Gewässer. And then she's alone inside the boat. Und sie saß allein in diesem Boot. And suddenly I see people singing inside all over. Und dann in auf the, einmal sah ich das andere mit water, in das Boot. And she's just picking and then putting them in. Andere Leute auf dem Wasser standen und untergingen. Into the boat, yeah. Und sie hat sie alle aus dem Wasser rausgeholt und she's so busy doing it, like you know, maybe sie war so beschäftigt damit. I'm just picking and putting the people inside the boat. Sie zog sie alle raus und machte sie gerade so ins yeah, Boot. Yeah, and one astonishing fact is the person who are put inside the boat, they themselves become also doing the same thing. Aber das Erstaunliche war, dass die Leute, die sie ins Boot geholt hatte, dass sie sofort mithalfen, die anderen mit hineinzuholen. Halleluja! And the boat is so small, and I don't know how. I felt like das Boot war so klein und so schmal. Ich habe gedacht, das muss doch irgendwie sinken. Das geht doch irgendwie gar nicht. Yeah, but I mean, that's not my concern anymore. So I just told her. Aber da musste ich mich nicht mehr drum kümmern. Ich habe ihr einfach die Vision gesagt. Okay, and when we prayed for her, als wir für sie gebetet haben, yeah, it was something like more than message. It was a feeling, like you know, so much of I'm myself embraced by the so much of compassion and love. Like I felt like I'm home. Und es war mehr so ein Gefühl, dass ich so umarmt wurde, dass ich so viel Liebe empfangen habe, dass ich mich zu Hause fühlte. Yeah, and then that was when I felt like and then. There was no message, right? I mean, no. What's the message? Nerve issue. Ah, okay. There was some healing in the family, some kind of nerve issue. Her sister has some nerve kind of issue. So some messages were there for healing. Und es gab auch einige Botschaften zur Heilung. Sie hat, glaube ich, eine Schwester, die nervenkrank ist. Die Schwiegertochter ist sehr krank. Ah. Okay, but apart from that, this most amazing thing that I remember is the profound amount of love, compassion that I felt when I was praying for her. Und aber das bedeutet, dass das Stärkste war, dass diese Liebe und dieses Mitleid, was ich für sie empfunden habe, als ich für sie gebetet habe. Yeah, and when we prayed for George, I think I got a strong conviction that he is doubting about his visions and then asking him to trust in that something like that, right? That because Als ich für George gebetet habe, bekam ich die starke Überzeugung, dass er an seinen Visionen zweifelt und ich sollte ihm sagen, er soll denen mehr Vertrauen schenken. And do not discard them as his mere imaginations. Und er soll seine Eindrücke nicht beiseite schieben. Yeah, and then there were these three. The visions were there. The experience, this experience was something new to me for this time. Diese Erfahrung mit dieser Liebe, die ich da gemacht habe, das war für mich selbst etwas Neues in dieser Zeit. Yeah, it is really nice. Yeah. And aber es war schön. I think that's it for me from today. Okay, ich denke, das war's für heute von mir. Group number three. Gruppe Nummer 3. So first we were sitting and praying together before praying for one person separately. Zuerst haben wir einfach nur gebetet füreinander, für alle. Yeah. Und dann, ich habe eigentlich gehört, dass Gott zum Jeremy sagt, dass
Then I have heard that God said to Jeremy. Jeremy. Yeah. As I said to the prophet Jeremiah, I say that don't say that you are a small boy. So wie ich zum Propheten Jeremia sagte, sag nicht, du bist ein kleiner Junge. I am putting the words in your mouth and I am with you. So ich werde dir die Worte in den Mund legen, ich werde mit dir sein. I heard this, but I did not say it. Ich habe das gehört, aber ich habe es nicht gesagt. I thought, oh, maybe his name is Jeremy, so maybe I thought about it myself. Ich dachte mir, na ja, er heißt halt auch Jeremy, vielleicht denke ich mir das selber aus. Dann haben wir weitergebetet. Then we prayed some more. Okay, dann haben wir weitergebetet. Yeah, and then Thomas Paul came and said, now you have to start praying individually for. The members of the group. Dann kam Thomas Paul und sagte so, jetzt fangt mal an, für jeden Einzelnen zu beten. Then I could not stop myself from saying that to Jeremy, so I had to say it. So I told him, no, Jeremy, this is what the Lord is saying you. Und dann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich musste es ihm sagen und ich sagte ihm, Jeremy, das ist was der Herr zu mir gesagt hat für dich. No, I don't remember the exact order, so I think first we prayed for Sunil. Ich glaube, zuerst haben wir für Sunil gebetet. Yeah, so, and then, I think... I think for me, when you prayed, you said to me that the Lord is telling the sea and the ocean is there, yeah. The storm is there, but don't be afraid, I am with you. Yeah, that was one message. So I saw a boat in like a stormy sea, and then... Ich sah ein Boot auf stürmischer See. Yeah, but Jesus was with him, so don't worry. Aber Jesus war bei ihm, also mach dir keine Sorgen. And then I saw the picture of a bull. So. Dann habe ich das Bild eines Bullen gesehen. Oder eine Ochsen. Yeah, and then it clicked to me, okay, this is the Gospel of Luke. So. Ah, und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist das Evangelium nach Lukas. Yeah, and I, it's not like hearing, but inside me, it's the chapter 4, that was sure for me. Also ich habe das nicht gehört, aber irgendwie wusste ich in mir drin, aha, Kapitel 4, das war irgendwie sicher. And then habe ich gesagt, then I thought, is it number 5 or so, I have to open the Bible and see. So I opened the Bible. Und dann musste ich irgendwie schauen, ja, Nummer 5 oder so. Ich habe dann die Bibel aufgeschlagen und nachgelesen. Then I saw it's the temptation of Jesus in the desert, but the verse that stuck to me there suddenly was 4. So chapter 4 verse 4. Also es war die Versuchung Jesu in der Wüste und den Vers, den ich als erstes gesehen habe, war 4. Vers 4. The word says man does not live by bread alone. Und da steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Yeah, and then I read this verse out to him. Und ich habe ihm diesen Vers dann vorgelesen. Yeah, and then I continued praying, and then I also, so I did not think about these verses, but it suddenly came out of my mouth. So it's not that I heard it before, or I just had to start speaking, and then it came out. So it was like, it's this verse, do not worry about tomorrow. Also, und dann, ich habe diese Worte nicht gehört, sondern sie sind einfach plötzlich in meinem Kopf gewesen und ich habe einfach sie ausgesprochen. Not really in my head also, so it just came out of my tongue, I would say. Also, sie war nicht mal im Kopf, sondern es ist einfach raus aus mir gekommen. Then there was also this message that said, am I not the God who gave the people of Israel the daily manna? So it was given to them every single day, manna, so fresh for each day. Und dann kam dieser Gedanke oder Worte oder was war's? Ich habe das laut gesprochen. Ja. Also ich habe dann ausgesprochen, bin ich nicht der Gott, der dem Volk Israel das Manna gegeben hat, jeden Tag? Ja, deshalb... You heard it like a voice. I didn't hear it, it just came out of my mouth. Ah, so. That's like a prophecy. Yeah. Keine Prophetie, keine Stimme, die du gehört hast, yeah, sondern es kam einfach aus dem Mund. Yeah. So, I am the same God, so I will give you what you need every day.
Und ich bin derselbe Gott und ich werde dir das geben, was du brauchst jeden Tag. These are the messages that I think. Ich glaube, das waren alle Nachrichten, Botschaften. I receive so many messages, so I'm not able to remember everything. Es ist schwer, sich an alles zu erinnern. We all got to write. Ja, wir hätten es aufschreiben sollen. And then I think we prayed for Nancy. Yeah. Yes. Yes. No. Third was me. No. You are before me. Yeah. Then we were praying for Nidhi and then dann haben wir für sie gebetet. Nidhi. And then suddenly there was this it is more like a picture I saw, like a sheep, like lamb jumping with joy, so like a group. Es war wie ein Bild. Ich sah ein Schaf oder so ein Lamm, das glücklich herumhüpfte. A herd of sheep, a herd of lambs. Eine ganze Herde von Schafen. Yeah, and du hast gesagt, ich bin dein Geliebte, so was, yeah, ne? Yeah. So for this message, so I told this message, so you are my beloved daughter. Du bist meine geliebte Tochter. And I am well pleased in you. So. Und ich habe Gefallen an dir. Yeah, almost the same words that Jesus heard by his baptism. Mm. And then I suddenly thought, hey, I have never heard like a female version of this verse. You know, this is what came out of my mouth was a female version of this verse that Jesus got, but that is what God wants to tell to Nidhi. Also fast dieselben Worte, die Jesus, die bei der Taufe Jesu gesprochen worden sind. Und ich dachte mir so bei mir, also eigentlich habe ich diese Worte noch nie im Zusammenhang mit einer Frau oder einer Frau gesehen oder gehört. Es war ja für Jesus oder immer für einen Mann, und aber trotzdem, das wollte Gott sie ihr sagen. For me, Nidhi. For myself, this was also a confirmation that this didn't actually come out of my head. So und es war für mich so die Bestätigung, dass es nicht von mir stammte. Then I saw Nidhi in her work. Sah ich Nidhi an ihrem Arbeitsplatz. And I felt God is telling that He's blessing her in a job. Yeah. Und ich spürte, der Herr sagt, Gott segnet dich in deiner Arbeit. And I felt a lot of joy. Und ich habe sehr viel Freude gespürt. Yeah. And then after Nidhi, then I was prayed over and. No, or Jeremiah. We prayed for Jeremiah, right? Yeah, Jeremiah. Dann haben wir für Jeremias gebetet. And then, it was one message I got was that God is giving him His love and His forgiveness. So He's giving him the ability to forgive. Und eine Botschaft, die ich bekommen habe, Gott gibt ihm seine Liebe und die dass er vergeben kann. That forgiveness is the way of love. Denn Vergebung führt zur Liebe. Oder ist die Liebe. Vergebung ist Liebe. This was actually I first heard in my head, then I thought, should I say it or not? Did I? But then somehow das war irgendwie in meinem Kopf, aber ich wusste nicht, soll ich es aussprechen oder nicht. Aber letztendlich habe ich es ihm gesagt. Okay. Yeah. But this was also like the confirmation of many messages which others got before. So this was like a continuation. Maybe others can say when they say. Aber irgendwie war das auch die Bestätigung von vielen Botschaften, die die anderen schon vorher hatten, und ja, hat gepasst. Yeah. And then we prayed for Valsa, so Thomas Paul's wife. Dann haben wir für Valsa gebetet. Für die Frau von Thomas Paul. Yeah, and one message I got was that God is telling her that she is a very beloved daughter. He loves her and he's very thankful to her. Und eine Botschaft, die wir bekommen haben, heißt: Gott, sie ist eine sehr geliebte Tochter von Gott. Gott liebt sie sehr und Gott ist sehr dankbar. Ist sehr dankbar. And that he is giving her a heart full of love. So
Und er füllt ihr Herz mit Liebe. Ja, denn da war das andere. There was this another message that I think it was sometime earlier or when we were praying. So it was like the sun rising. So this was like a picture. Dann war da noch so eine Botschaft wie ein Bild, ein Sonnenaufgang. And suddenly there was no more darkness, not a little bit of darkness. It was like a instant change. So. Und plötzlich war überhaupt keine Dunkelheit mehr, also ein plötzlicher Übergang von ins Helle, nur noch hell. Yeah, and that's and suddenly it's like this is the day, this is the day of the Lord. So it's not dark anymore. The sun has risen, and now is the time. So. Und ich hatte so, ja, das ist der Tag, das ist der Tag des Herrn. Es ist keine Dunkelheit mehr. Das ist der Tag. Yeah. Thank you. Ja, wir haben dann zusammen, als die Gruppe gebetet hat, ich kann auch nicht alles gut erinnern. So I cannot remember everything so well. I was filled with so much joy. Ich habe so viel Freude gespürt. Ja, yeah, you speak English, I'm better in English. Ich spreche in Deutsch, alles gut. Und ich fange einfach an zu, ich hätte dieses Geschenk von Heiligen Geist. So I had this gift of the Holy Spirit. Dass ich vor meinen Augen, da kam einfach nur Tränen. Suddenly tears came down from my eyes all the time. Und während dem Gebet, wenn wir zusammen gebetet hat, ich hatte diese Freude in meinem Herzen, das ist so groß, ich habe angefangen zu lachen. Ich habe noch nie so gelacht. And while we were praying together, I got so much joy in my heart, so I started to laugh. I never laughed like this. Und ich habe gedacht, hey, ich lache das von meinem Kopf oder so, was mache ich hier? And I did not know what is happening, why I'm laughing, what is happening? The Lord is my strength. Genau so. Und während ich mir gebetet hat, ich kann das immer noch spüren, wenn ich das sage, mein Herz brennt. So wie ein Feuer. And still now I can feel it while we were praying. My heart was burning like a fire. Und diese Hitze da drin ist, das ist ich spüre das immer noch, dass das brennt. And it is a heat, such a heat, it is as if it is burning. Genau, und wir haben für jede was gebetet, ich kann nicht alles erinnern. So I cannot remember everything we prayed for everybody. Wenn für Cyril gebetet hat, dann habe ich das immer gesagt, ja, brauch keine Angst, ich bin bei dir. When we were praying for Sunil, somehow I always said, you don't be afraid, I'm with you. Don't be afraid. Genau, und das war eine Confirmation, that she also got the same, like kind of same message. Und das war irgendwie eine Bestätigung, weil das hatte noch jemand anders aus der Gruppe. Genau, die hat auch gesagt, so wie in diesem großen Meer, war in dem Boot alleine und hat... Because she said this with the ocean, the stormy ocean. Genau, und ich habe in meinem Kopf gedacht, vielleicht, ich denke das selber, ob ich das aber, das war für mich so eine Bestätigung, dass ich nicht das selber denke, das ist von... So this was somehow confirmation for me that this haven't been my own thoughts. Genau. Dann haben wir für Jeremy gebetet. Then we prayed for Jeremiah. Daher konnte ich ganz genau sehen, ein Herz von Jesus, ein brennendes Herz mit so viel Feuer. I could see very clearly a burning heart of Jesus with so much fire around. Und hat er gesagt, Liebe, Liebe, Liebe. And he said, love, love, love. Und gleichzeitig hat auch jemand von der Gruppe auch so in der Richtung was gesprochen. And at the same time, another person of the group said something in this direction. Genau, und das war auch für mich eine Bestätigung, dass ich nicht das selber denke. And this was the confirmation for me that this haven't been my thoughts. Ja, yeah, genau, genauso wie das, wie wir für Walser gebetet hat. When I prayed for Walser.
dass wir für, da, weil wir haben gesagt, Sunil hat gesagt, du brauchst kein, ich hab das so gesagt, keine Angst, keine Angst, ich bin bei dir. Und gleichzeitig hat er eine Vision gesehen, dass Jesus ihre Hand so gehalten hat. So I said, don't be afraid, don't be afraid, I am with you. And at the same time, he had a vision when Jesus held her hand. When die für mich gebetet hat, when they prayed over me, Sunil hat mich gefragt, was machst du in 7 Uhr? Sunil asked me, what will you do at 7 o'clock? I saw a clock at 7 o'clock. Yeah, he saw a clock at 7 o'clock. And weil er eine Uhr sah, auf der es 7 Uhr war. Yeah. Plötzlich ist in meinen Kopf so gekommen, bei zu Hause, ich sage immer meinen Kindern, ja, das habe ich von irgendwo gehört, jeden Abend 7 Uhr kommt Jesus von den Sakrastei, von der Sakrari und kommt in jeden Haus und guckt, was ihr macht. Und müssen wir 7 Uhr beten. Ne? Das ist Familiengebet, das haben wir immer so gesagt und immer so gemacht. Und okay, für mich war das suddenly... I remember the fact that at home at 7 o'clock I tell the children that Jesus will come out of the tabernacle and see what are you doing at 7 o'clock. No. Speak in the mic. So since Sunil asked her, is there something special about 7 o'clock in your life? And she laughed at and she said that at home we have family prayer at 7 o'clock. And so she has told the children that at 7 o'clock Jesus will come out of the tabernacle and see if, what are you guys doing. So we have to do family prayer. So it's at the home it's a custom that they have family prayer at 7 o'clock. So this is like really nice that suddenly Jesus had taken note of such a thing. Yeah. A simple really thing, nice. But of their life. Yeah. Okay, so introduce yourself. I'm Jeremy and I'm from Singapore. Ich bin Jeremy. From Singapore. So initially I did not even want to come for this. I was dragged along. I didn't want to. Eigentlich wollte ich nicht hierher kommen. But now I kind of am glad that I got dragged along to this. Aber mein Papa hat ihn gedrängt. So when we all sat in a circle and we all prayed together, I felt like when they were all praying in tongues, I felt really grateful to be present with a lot of people with great faith, and I felt overjoyed. So, als sie für mich gebetet haben, alle in Zungen gesprochen haben oder gebetet haben, da habe ich einfach nur große Freude gespürt, und das sind alles Leute, die einen großen Glauben haben. And when they were all speaking in tongues, I somehow felt like inside me, I felt warm and comfortable. I felt at home. Und ich fühlte mich irgendwie warm, geborgen, wie zu Hause, als sie in Zungen gebetet haben. And I kind of thought about it as God being present with me and His presence with all these people. Und irgendwie wusste ich, Gott ist anwesend. Gott ist anwesend. Yeah. So and then when we started to pray for each other, the first person was Sunil, and I personally don't remember what happened through any of the prayer overs. I just was in my own world, like trying to concentrate and pray and trying to get something, like any vision, or I don't know, just trying really hard, being a bit desperate. Yeah. Mehr bei jedem Einzelgebet habe ich ja gedacht, vielleicht muss ich doch konzentrieren, vielleicht kriege ich auch eine Vision oder so wie etwas, aber so hat das nicht passiert. Ja, aber ich hab ein bisschen Mühe gegeben und gebetet. Irgendwie war ich auch in meiner Welt, aber ich habe mich gut gefühlt. Yeah. Then when it was my turn to get prayed over, I remember Sunil asking me, is there anyone
I was in a classroom, right? Yeah, arguing with someone. Yeah. And then I tried picturing that and I responded with, I graduated, I'm not really in a classroom anymore. And then he said, what do you say? No, I was just asking, are you just speaking with somebody face to face, like arguing? Yeah. So then I was thinking, who could it be? And like, I went for a retreat last year in June. Can I translate till that? Oh yeah. When we über Jeremy geredet mit haben, damals hat Sunil eine Vision gesehen, dass war irgendwie in einer Klassenzimmer oder so mit anderen Studenten und hat er gefragt, bist du in der Schule mit anderen Studenten oder so? Da hat er gesagt, nee, ich habe schon Abschluss gemacht, also nee. Und nichts mehr. Aber dann hat Walsa, sie hat auch eine, Walsa also got a vision that the confirmation of what Sunil got, that he was in a group with other students or other people of his age. Auf Deutsch, Walsa, Thomas Kohl, seine Frau, sie hat auch die Bestätigung aus die gleiche Vision bekommen, dass er war in einer Gruppe mit anderen Studenten. Und damals hat er bisher nichts gesagt, aber jetzt redet er von etwas, das in einer Exerzitien mit einer Jugendgruppe war und jetzt weiter. So you were in a retreat with a youth group or something you started to say. So I remember going for a retreat last year. There was something, the topic was about forgiveness and they asked us to like hug someone else and cry it out, like forgive that one person you couldn't forgive, or like just search through deep. Like, it was a really emotional retreat. And then here when I come, he tells me that I have someone yet to forgive and I was really confused. So yeah, then after that when we prayed over for, okay, to be honest, I don't remember anything. But do you want to say something to that or? So what I do remember is that every time I prayed over someone, it was like, it's not like anything clear, it's just one random picture will pop up. Like from today, I saw like two different pictures. One was a tombstone, one was an eagle, and then one was a chicken. Yeah, that's it. I don't know whose is whose, but like I saw three different random pictures and I have no clue how they got in my head. And I was just really confused and puzzled. So I tried asking for like a clearer, more descriptive picture with more information. So regarding the previous vision about forgiveness, so the for her vision, über Vergebung. Also da kann er noch nicht richtig sagen, was richtig die Botschaft an ihn ist, weil er hat bei dieser Exerzitien war auch ganz arg gepredigt über wie wichtig Vergebung ist. Er weiß noch nicht, wer eigentlich vergeben soll. aber er sagt, er hat drei Bilder bekommen bei dieser Gebete. Er weiß nicht genau, über wen oder was das bedeutet. Also er hat einen Grabstein gesehen und dann hat er auch eine Küche, wie Hühnerküche, und auch ein Adler. Also die drei Bilder, aber er weiß noch nicht, was das bedeutet. Er hat auch kurz nicht laut gesprochen. Ja. Er hat zu sich gehalten, aber jetzt kommt es raus. Und vielleicht kommen wir es, bekommen wir es später. Ja. And I didn't say any of these, because I was unsure what they meant. And I felt like the tombstone was kind of very negative. And I think it was I was like, I shouldn't say that because that's very, very dark and very bad. So I was like, I shouldn't say it. So I didn't say it. I didn't tell anyone. But then since everybody was like saying what they got, I was like, I'll just say it and put it out there. Yeah. Yeah. That's about it. So when er die Visionen bekommen hatte, damals wusste er nicht die Bedeutung, also besonders über das Grabstein, denkt das ein bisschen negativ von Bedeutung her. Und das war eigentlich die Vision, dass er über Walser bekommen hatte und deswegen hatte er auch Angst zu sagen, was das wirklich bedeutet. Er weiß immer noch nicht, aber ja, das ist es.
Yeah. Okay. Yeah. Good gemacht. Well done, Jeremy. I think most of the things they explained it. Ich denke, das meiste haben Sie schon erklärt. But still, I remember some of the things. This time, different from other times. This time, when we prayed, I felt when we were praying in group for Jeremy, I had a great feeling of love. Also dieses Mal war anders als die letzten Male, als wir gemeinsam für Jeremy gebetet haben, spürte ich einfach eine große Liebe. Yeah, that is, I had the strong impression that the Lord's mighty love is flowing into him. Und ich hatte dieses starke Gefühl, dass die mächtige Liebe Gottes in ihn hineinfließt. And the other thing, he explained some other things. Some things saw it as like a vision that is arguing. That is, first time he said, no, he is not studying in the school. Then again, then I thought it's a fake. Then again, I rejected it. But again it came and again it came. Then I told him clearly. Und das andere wurde eigentlich schon gesagt. Also ich war etwas durcheinander, weil ich ihm diese Vision mit dem Studieren gesagt hatte. Und er meinte, nein, er war da nicht. Und dann dachte ich, ich habe es irgendwie falsch verstanden. Aber es kam immer und immer wieder. That maybe he has to continue studies. Vielleicht bedeutet das, dass er weiter studieren muss. And then... Und Walser hat auch eine Bestätigung dafür bekommen. Then about you, you spoke. Eh? Yeah, I spoke. And when we were praying for Ritu, I saw a table. There are many books kept open, but everything is opened, not finished. Ich sah dann einen Tisch mit vielen Büchern, die offen waren, aber es war noch nicht fertig. Then you asked me whether I have something to do with books. I said, yeah. Actually no, but I have a lot of books that I need to work on. So that is also er hat mich dann gefragt, ob ich irgendwas mit Büchern zu tun habe. Und ich sagte, ja, eigentlich nicht, aber ich habe viele Bücher, mit denen ich noch nicht fertig bin. Vielleicht steht das auch in Bezug auf dieses Projekt Catena Aura. I think this is okay. Finished. So. And Walsa, she got a message for me. She's saying that there is a bowl and then there are so many good things. Same from the beginning. Walsa. Also. Yeah, Walsa, she got a message for me, so she's not here to say, so I'm saying. So in most of the cases, she was also getting confirmation for the messages that our group was getting. In den meisten Fällen hat Walsa auch die Bestätigung für das bekommen, was die anderen von der Gruppe schon gesagt hatten. Yeah, and she said that when she was praying for me, she saw a bowl and then there were so many good things to eat in the bowl and I was eating. Als sie für mich gebetet hatte, sah sie eine Schüssel und da waren ganz viele gute Dinge drin für sie zum Essen. And then I ate, as I was eating, then they would be filled again and then I would eat and so it's continuing. Und ich aß und dann wurde die Schüssel wieder aufgefüllt und ich habe weiter gegessen und dann wurde sie wieder aufgefüllt. Yeah. It was a very good experience for all of us. Also, es war eine sehr gute Erfahrung für uns alle. And can you show that laugh that she had? How did she laugh? Das sie hatte. This is truly a gift of the Holy Spirit. Das ist wirklich eine Gabe des Heiligen Geistes. And when the joy of the Holy Spirit comes, we will be so spontaneously laughing, we cannot stop it. Wenn diese Freude des Heiligen Geistes kommt, dann fangen wir plötzlich an, ganz spontan zu lachen und können gar nicht mehr aufhören. That is where in the Psalm it is written, the joy of the Lord is my strength. Die Freude des Herrn ist meine Stärke. I have
I have an experience, there was anointing prayer, after the anointing prayer. Ich machte auch mal die Erfahrung, da war ein Salbungsgebet. And that was for the priest and the sisters. Für Priester und Schwestern. And the sister started laughing. Und die Schwestern haben angefangen plötzlich zu lachen. Zu lachen. Like that started laughing. Sie haben so angefangen zu lachen. See, that is what happened. Come, 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 come. And everybody thought she is crazy. Alle haben gedacht, die ist verrückt, die spinnt. And everybody was blaming the retreat preacher, what have you done? Und alle haben mich beschuldigt, was hast du mit ihnen gemacht? And many hours she was only laughing, many hours. Viele Stunden lang hat sie nur gelacht, Stunden. And so that is a very powerful anointing of the Holy Spirit. Das ist eine sehr machtvolle Salbung des Heiligen Geistes. Very powerful. Sehr kraftvoll. That is the joy of the Lord. Die Freude des Herrn. The most strongest fruit of the Holy Spirit is the joy. Die stärkste Frucht des Heiligen Geistes ist die Freude. This is what Pope Francis is very much fascinated about, the joy. Darüber war der Papst Franziskus sehr fasziniert. Christian must be a man of joy. Ein Christ muss ein Mann oder ein Mensch der Freude sein. That is why all his letters, his encyclical, his apostolic letter is all have the word joy. Alle seine Enzykliken oder apostolischen Schreiben enthalten dieses Wort Freude. Freude. Laudate exultate. Laudate exultate. Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium. Yeah. All this is relating to joy. And all das bezieht sich auf die Freude. We have a during the Advent time, there is one Sunday is the Gaudete Sonntag. Auch jetzt dann im Advent haben wir einen Sonntag, der Gaudete heißt. Der Sonntag so when der Freude. When you receive that joy, please keep on laughing. Wenn ihr diese Freude empfangt, dann lacht. Lacht einfach weiter. Freut euch. Lacht. Look here, come, come, come. Schau euch das an. Come, come, come. It's really the big work of the Holy Spirit. Das ist wirklich das große Wirken des Heiligen Geistes. All of us, shall we laugh? Sorry. Okay. So now it's truly the sign of the work of the Holy Spirit, das the fruit of the Holy Spirit. Das ist wirklich ein Zeichen für das Wirken des Heiligen Geistes, die Frucht des Heiligen so Geistes. Let us give a mighty clap to the Lord. Lasst uns dem Herrn applaudieren. Now, it needs a lot of patience to continue hearing these testimonies and this sharing. But that's really a work of the Holy Spirit also to have the patience to hear these things. Es braucht schon Geduld, das alles auch anhören zu können, was hier mitgeteilt wird. Aber das ist auch eine Gabe, eine Frucht Sometimes des Heiligen Geistes. Say, Thomas Paul, make it faster. I have come Manche to listen. Manche sagen, I have komm, Thomas Paul, mach das schneller. But it is important we listen. Aber es ist ganz wichtig, dass wir auch zuhören. Yeah. Now this is again Pope Francis. Das sagt Papst Franziskus. What is synodal way? Der synodale Weg. The same thing. Pope along with Pope, das Cardinal, Bishops were sitting with the lay people and listening. Der Papst, die Kardinäle haben sich mit den Laien zusammengesetzt und sie haben zugehört. One month they were having every day. Einen Monat lang haben sie das jeden Tag gemacht. The Holy Spirit speak to small people like Jeremy. Der Heilige Geist spricht auch zu jungen Menschen wie Jeremy. Das ist ein Zeichen. This is a sign of the church. Das ist ein Zeichen für die Kirche. That is what Pope is also accepting. Let young people come das and sagt sit. Der Papst auch. Er sagt, lasst auch die Jungen kommen und mitmachen. Yeah. And the way of the church is the Holy Spirit work in everybody in a different way. So wirkt der Heilige Geist in jedem auf eine andere Art und Weise. The result of this is going to reflect in the whole church. Und das Ergebnis wird sich auf die ganze Kirche auswirken. Yeah.
Now don't worry, today somebody say, I have not seen anything, but let us wait tomorrow what they are going to say. Heute hat auch jemand gesagt, ich habe überhaupt nichts gesehen, aber macht euch keine Sorgen, yeah. Warten wir mal auf morgen. Yes, so you see how the difference will happen tomorrow when they come and share here. Ihr werdet das erleben, wie unterschiedlich das morgen aussieht. Okay, thank you, thank you, thank you Heidi, thank you.